Gesichtsbehaarung, bei Frauen auch Damenbart genannt, ist lästig und mehr als störend. Diese Haare sind meistens auf ein hormonelles Ungleichgewicht bei Frauen zurückzuführen. Die sichtbaren Haare können Schamgefühle und ein negatives Selbstbild auslösen. Wenn du darunter leidest, kannst du mittels Haarentfernungscremes, Gesichtsmasken oder Rasur die Gesichtshaare entfernen. Du findest in diesem heutigen Video 4 natürliche, sanfte Anwendungen ohne Chemie. Vor allem, wenn deine Haut im Gesicht empfindlich ist und häufig mit Rötungen oder Allergien reagiert, sind sie eine echte Alternative zu den Produkten aus der Drogerie. Mit wenigen Zutaten, die du wahrscheinlich bereits zu Hause hast oder in jedem Supermarkt bekommst, kannst du die Gesichtsmasken selber herstellen. Allerdings brauchst du ein wenig Geduld und musst die Gesichtsmaske regelmäßig anwenden, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Nummer 1. Paste zum Entfernen von Gesichtshaaren mit Kurkuma und Naturjoghurt. Indische Frauen nutzen Kurkuma nicht nur in der Küche, sondern auch in der Schönheitspflege. Zusammen mit dem Naturjoghurt kannst du es nutzen, um ungeliebte Gesichtsbehaarung zu entfernen. Die pflegende Wirkung reinigt die Haut und beseitigt abgestorbene Hautschuppen. Hierzu benötigst du 1 Esslöffel Kurkuma, ca. 10 Gramm, 3 Esslöffel, etwa 60 Gramm Naturjoghurt. Verrühre beide Zutaten so lange, bis das Kurkuma sich gut verteilt hat und eine gelbe Paste entstanden ist. Nun trägst du die Paste an der gewünschten Stelle auf und massierst sie sanft in die Haut ein. Nach einer halben Stunde Einwirkzeit wasche sie gründlich ab. Diese Anwendung musst du 3-mal in der Woche wiederholen, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Nummer 2. Kichererbsenmehl und Naturjoghurt Gesichtsmaske zur Haarentfernung. Kichererbsenmehl aus der orientalischen Küche ist nicht nur gesund beim Essen, sondern ergibt in der Kombination mit dem Naturjoghurt eine pflegende Gesichtsmaske. Die Mischung enthält jede Menge Fettsäuren, Antioxidantien, Vitamine und Mineralien. Du brauchst hierfür 1 Esslöffel Kichererbsenmehl, 1 Esslöffel Naturjoghurt und 5 Tropfen Zitronensaft. Vermische das Kichererbsenmehl mit dem Naturjoghurt und rühre beides gut durch. Füge die Zitronensafttropfen hinzu und menge sie unter. Nun trage die Creme auf der betroffenen Stelle auf und lasse sie 20 Minuten einwirken. Nach der Zeit streichst du mit einem Waschlappen oder feuchten Tuch mit der Wuchsrichtung der Haare, bis die Gesichtsmaske entfernt ist. Nummer 3. Mit Eiklar und Maisstärke gegen Gesichtshaare. Eiklar ist ein natürlicher Klebstoff, der bei der Anwendung dieser Gesichtsmaske abgestorbene Hautschuppen aufnimmt. Zusammen mit der Maisstärke gibt sie deiner Haut eine sanfte Pflege. Hierzu benötigst du 1 frisches Ei und 1 Esslöffel Maisstärke. Trenne das Eiweiß vom Eigelb. Letztes kannst du zum Kochen verwenden. Mische das Eiklar gründlich mit der Maisstärke. Nun trägst du die Gesichtsmaske auf die betroffenen Stellen auf. Nach 10 Minuten ist sie getrocknet und du kannst sie mit warmem Wasser entfernen. Wiederhole diese Prozedur 2-mal in der Woche für einige Zeit. Nummer 4. Entferne deine Gesichtshaare mit Kaffeesatz und Natron. Kaffeesatz eignet sich nicht nur als Kompost, sondern enthält noch pflegende Stoffe für deine Haut. Zusammen mit Natron ergibt es eine wunderbare Mixtur, die Gesichtsbehaarung entfernt und deine Haut stimuliert. Hierzu benötigst du 2 Esslöffel gemahlener Kaffee, 1 Teelöffel Natron, 3 Esslöffel Rosenwasser. Vermenge Kaffee und Natron, bis sie sich gut verteilt haben. Mit dem Rosenwasser stellst du eine grobkörnige, aber wohlduftende Paste her. Nun trägst du die Paste auf der Stelle mit der unerwünschten Behaarung auf. Massiere sie sanft für bis zu 5 Minuten in deine Haut. Entferne danach die Paste mit lauwarmem Wasser. Diese Behandlung musst du 3-mal pro Woche wiederholen. Unser heutiges Fazit: All diese Methoden kannst du aus natürlichen Rohstoffen selber herstellen. Sie pflegen und reinigen die Haut und entfernen unerwünschte Haare in deinem Gesicht. Für diesen Effekt benötigst du ein wenig Ausdauer bei der Anwendung, aber nach einiger Zeit wird sich auf sanfte Weise die Wirkung einstellen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.